Nur Werbung auf den Kanälen. Ich sage, oder? Was sagt denn ihr? Statt dass man anständiger, was weiß ich, irgendwas Anständiges macht. So, nur Werbung. Das eine, ein Videospiel, danke. Was sagt ihr jetzt? Das wäre so schön. Das wäre schön. So ein Shuttle zur Planeten. So. Du bist ein Schiffshändler eigentlich? Ein Schiffstechniker. Hallo, Pilot. Was kann ich für Sie tun? Ja, zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Diese Produkte sind von allerhöchster Qualität. Ich verstehe immer nicht, was der Unterschied ist zwischen Waren, die ich hier kaufe. Sind das eigentlich dann einfach nur Waren, die ich mit meiner Albions Kank hier kaufe? Und den Waren, die ich mit einem großen Schiff kaufe? Das ist irgendwie verrückt, oder? Wie haben wir denn überhaupt Geld? Grundpreis ist 4,3. Könnten wir eigentlich sogar kaufen. Komm, wir kaufen die mal. Was, die haben wir sogar schon im Inventar? Haben Sie noch einen Wunsch? Nur keine falsche Bescheidenheit. Die haben wir sogar schon im Inventar, aber schau mal hin. Die sind vom Grundpreis her eigentlich gar nicht so schlecht. Vielleicht kann man sie irgendwo gewinnbringend verschleudern. Ach komm, probieren wir es mal. Zack. Möge das Glück immer auf Ihrer Seite sein. Das ist nett. Möge das Glück, das ist doch mal ein Spruch. Möge das Glück immer auf Ihrer Seite sein. So, wir haben, glaube ich, jetzt eingekauft. Du bist eine Managerin? Okay. Wir haben eingekauft. Ja, denn... würde ich sagen. Wir gehen zum Planeten de Vries, ne? Oder haben wir noch irgendwo eine Aktiv... Warte mal, einen Waffenhändler. Da würde ich gerne nochmal hinschauen. Was kann ich Ihnen anbieten? Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Niemand mit Verstand geht irgendwohin, ohne volle Munitionsvorräte zu haben. Novatron. Was haben wir eigentlich? Wie viel haben wir im Magazin? Die Solarjäger fand ich gar nicht so schlecht. Die sind zwar ein bisschen teurer, aber so für schlechte Zeiten, wisst ihr? Wir nehmen mal noch 5 mit. Wie kann ich Ihnen noch helfen? So für schlechte Zeiten, wisst ihr? So. Ich wünsche einen guten Flug. Auch euch einen guten Tag. Und keine illegalen Waffengeschäfte, bitte, ne? Keine illegalen. Müssen aufpassen, ne? Wenn so eine Schweißflamme reinschaut, ist natürlich blöd, ne? Muss man hier durchschauen. Ja, man sieht nichts. Der poliert hier schön. Achso, ja, wir könnten noch mal schauen, wie ist unser Kontostand eigentlich? Warte mal, ich benutze den mal. Zack. What? Ich hab keine Ahnung. Ach so. Komm, wir nehmen mal den Wartungsschacht. Nur mal so als Gag. Mal schauen, was da so drin ist in Wartungsschächten. Weiß ich manchmal nie. Hier ist was.
Manchmal da verstecken so Schmuggler in diesen Abgasschächten, in diesen Lüftungsschächten, da verstecken die einfach Zeug drin, ne? Kann man da durch? Oh, eine große Kiste. Rohedelsteine. Kann man eigentlich die Rohedelsteine auch in richtige Edelsteine verwandeln? Hier geht's wieder raus und hier... Achso, haben wir einmal eine Runde gedreht. Ja, okay. Nee, dann ist alles gut. Machen wir dazu, ne? Nicht, dass noch jemand auf die Idee kommt, dass wir hier Blödsinn gemacht haben. Okay. Ich sag euch, X Foundation ist auch nicht so schlecht. Ich habe mir wirklich da mal... Wenn die Raumschiffkämpfe sind ein bisschen... Die sind ein bisschen buggy. Man muss das, glaube ich, noch ein bisschen reifen lassen. Aber wir haben ja sowieso hier jede Menge zu tun und ich habe eh keine Zeit für irgendwas. Ne? Bevor wir hier weitermachen... Warte jetzt mal kurz. Ich schaue noch mal kurz in aktive Missions. Haben wir eigentlich jetzt die 300 Nahrungsration? Ich bin mir jetzt gar nicht mal sicher. Zum Beispiel... Wo sieht man denn wieder unseren Ranas, was der geladen hat? Hat der die Nahrungsmittel geladen? Oder hat der auch Energiezeugsbums geladen? Oder wartet mal, eigener Besitz? Verdammt, wieso taucht der hier nicht auf? Können wir mal die Besatzung von irgendjemandem anrufen? Hallo. Du bist gefeuert. Von wem bist du eigentlich die Besatzung? wartet mal. Mannschaft. Nee. Können wir hier nicht unsere... Für unsere Rahanas, ne? Verdammt und zugenädig. Wird wahnsinnig. Wieso erscheint die nicht? Ich verstehe es nicht. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob wir mit der Nahrungsmittel holt. Wir schauen mal, wo die ist. Yisha, ich hab die Befürchtung, dass wir mit der Rahanas irgendein Problem haben. Aber wir schauen mal kurz. Die ist doch aber trotzdem in unserer Staffel, oder? Ich sehe zurzeit gar nichts an irgendwelchen Staffelmitglieder. Drüben ist eine riesige Mine. Ist mittendrin eine Mine. Seht ihr irgendwo die Rahanas? Da unten. Das könnte es sein, oder? Tatsächlich. So, jetzt werden wir die mal anrufen. Oder wir landen mal vor. Ne, wir rufen die an. Wie können wir denn die... Info. Info ist gut. So, was ist denn du für Fracht an Bord? Verdammt, Energiezellen. Wir haben keine Nahrungsmittel, ne? Und wo können wir die Energiezellen hin? Wieso haben wir keine Nahrungsmittel? Haben wir die nicht gefunden? Oder wollten wir die nicht? Oder? Wo ist das da hinten? Das ist Kampfstern Galactica. Die hängen hier mitten ineinander drin. Energiezellen. Vielleicht braucht ihr da die Bergbaustation Energiezellen, zufälligerweise. Weiß ich manchmal nie. Grüße. Seid gegrüßt. Ist hier irgendwo... Hier unten, oder?
Da ist wirklich was mit Energiezellen. Aber... Moment. Ha! Energiezellen verkaufen für wie viel? Aber, wieso eigentlich so wenig? Für so viel habe ich es doch gekauft, oder? Plus 13% machen wir da Gewinn. Ist nicht die Welt, ne? Schade eigentlich. Es wäre zu schön gewesen, ne? Welches, fragt man sich, wer braucht Energiezellen? Ich glaube, um ehrlich zu sein, De Vries nicht wirklich. Was haben wir denn noch hier für... Schiffswerften. Die brauchen doch... Achso, Technische Vorherrschaft. Fliegen wir dorthin? Obwohl, die haben bestimmt Schiffswerften. Die brauchen noch Energie ohne Ende, oder? Ich weiß es nicht. Es ist verrückt. Habe ich mir irgendwas aufgeschrieben? Energiezellen oder so? Nee, ne? Warte mal, Energiezellen? Achso, wahrscheinlich, wo man die kauft, habe ich mal aufgeschrieben. Und Nahrungsmittel habe ich auch. Hä, wieso habe ich Nahrungsmittel? In A... Ich kann es nicht mehr lesen. Alpha 7. Ach nee, Nahrungsmittel verkaufen. Ja. Und Nahrungsmittel kaufen in Alpha 3. Und Energiezellen verkaufen in Alpha 7. Kann das sein? Probieren es mal, ne? Alpha 7. Ich glaube es eher. Um ehrlich zu sein, ich habe mir das jetzt zwar aufgeschrieben, aber ich glaube meiner Alpha. Dann gehen wir mal nach Alpha 7. Meinethalben. Dann probieren wir es. Energiezellen, es steht nur dort Energiezellen, hätte ich wenigstens hingeschrieben, Energiezellen kaufen oder verkaufen, ne? Ich nehme an, dass man die dort günstig kaufen kann. Könnte ich mir vorstellen. Denke ich. Hier ist auch was mit Energiezellen. Aber ich habe ja keine Ahnung. Vielleicht auch, dass man die hier... Nee, nicht günstig. Oh, schaut hin. Ist da jemand raus? Oh! Oh, Polizei. Ja, ich weiß ja auch nicht. Wow! Ich glaube, dort kann man sie bestimmt günstig kaufen. Könnte ich mir vorstellen. Er muss es halt hinschreiben, ne? Das nächste Mal schreibe ich es hin. Ob es verkaufen oder kaufen ist. So. Erreiche die große Leere. Übertrage Rendezvous-Koordinaten. Ja, mach mal... keinen großen Aufriss, ich glaube. Ich glaube, das wird eher nichts. Au! Erreiche der dritte Hub. Vielleicht. Übertrage Rendezvous-Koordinaten. Vielleicht ist ja hier schon. Mit Energiezellen. Irgendwas. Nee, ne. Ich sehe nichts zumindest.
Dort habe ich wenigstens hingeschrieben, Energiezellen. Das ist bestimmt ein, Tech Lab. Einmal, da können wir zumindest nochmal hin. Das ist eine ähnliche Chemiefabrik. Wenn wir schon mal hier sind. Oh, ein Auftrag. Ah, apropos Auftrag. Wir können hier mal schauen, ob wir noch einen Auftrag nehmen. Beine. Manchmal machen wir so Aufträge. Nee, Hacker, da brauchen wir eine Trojanermine, die wir beileibe nicht haben. Habt ihr noch irgendeinen Auftrag hier? Einen sehr einfachen. Chemische Wünsche. Ja, die Produktion, das ist so ein Ding. Schiffe, die aus dem Sektor vorbeifliegen, werden zerstört. What? Nee, hier, das hier finde ich gut. Sie sehen aus wie jemand, der gerne Sachen in die Luft jagt. Großartig, ich wusste, dass der Auftrag etwas für Sie ist. Hilfe! Wow. Hier ist es los, oder? Schau mal, wie unsere Partikelbeschleunigungskanone... Ich habe hier einige ungewollte Aufmerksamkeit. Oh, die geht ja ab wie... Haben wir die jetzt aufgenommen? Ich weiß gar nicht. Halt, hier oben ist noch einer. Ah! Boah, schaut mal hin. Was ist denn das eigentlich? Was ist denn das für eine Drohne? Hören Sie bitte auf, ich habe genug. Achso. Ach, ist das ein... Ist ja doof gewesen. War das eine Rettungskapsel? Die hätten wir vielleicht aufnehmen können und dann verkaufen oder was? Ne? War natürlich nicht schlecht gewesen. Wie sieht's denn aus mit der aktiven Mission? Wartet, ich bin schon da. Diesen Quälgeist vom Hals. Boah, die Partikelkanone, die geht ab wie Schmitzkratze. Ach nee, jetzt ist sie schon wieder weg. Warte mal. Machen wir gleich mal den Pulslaser hinterher. Ist ja nicht so, dass wir nichts haben hier. So, ja, aber wir brauchen trotzdem nochmal, das ist nicht die richtige, wo war denn dann die richtige Mission? Wo ist denn hier so ein, vielleicht ein Highway? Da hinten, ne? Sieht aus wie ein Highway. Gehen wir kurz raus und wieder rein. Ich glaube, dann ist die Mission wieder aktiv. Achso. Ja. Wir wissen es wirklich sehr zu schätzen, dass Sie unsere Station vor den Angreifern beschützt haben. Hm. Haben wir gern gemacht. Ein Traum, oder? Übertrage neue Koordinaten an... Wir wissen es wirklich sehr zu schätzen, dass Sie unsere Station vor den Angreifern beschützt haben. Das sind ja aber lauter Energiehändler hier unterwegs. Ja, aber es geht trotzdem nicht, ne? Wieso sagt ihr mir nicht, wo ich hin muss? Oder ist es hier? Zerstöre Feinde. Hm. Ist aber nicht. Oder gehen wir, warte mal, wir nehmen mal das andere. Das ist jetzt egal. Wir nehmen mal wieder, was weiß ich, das hier. Mhm. Ja, wir... Verborgene Schätze. Ach nee, wir wollten noch... Gute Arbeit. Ich wusste, dass ich auf Sie zählen kann. Na klar. Haben auch gern gemacht. Haben wir doch gern gemacht, ne? So, Alpha, wusste ich doch, dass wir das schaffen. Alpha, was haben wir gesagt? Alpha 7, ne? Warte mal, was haben wir denn eigentlich noch hier für einen Auftrag am schwarzen Brett? Ich weiß, es ist jetzt nicht die feine englische Art, aber...
aber auch, ne? Schon wieder eine Beschützungsmission. Na komm. Wer weiß, ne? Nimm es immer an. Hey, hallo. Diese Mission scheint Ihre Art Job zu sein. Interessiert? Das ist meine... Ausgezeichnet. Sie haben mir den Tag gerettet. Das ist meine... Oh, da unten kommen sie. Oh, das sind natürlich ein paar mehr. Das sind 3-4 mehr, ne? Aber okay. Aber die... Gott, die machen das ja... Aufgesprochen beunruhigt. Kein Stationskommando an Rin Otani. Ja. Sie befinden sich nun in einer äußerst prekären Lage. Entschuldigung. Und stehen allein auf weiter Flur. Nein. Wir haben nichts gemacht. Wird es doch nicht, dass du uns jetzt hier... Ich mach doch nichts. Ich bin ganz lieb. Ich kann doch auch nichts dafür. Gott. Gegen wen kämpfen die denn da? Das ist mein Rahanas! Nein! Rahanas, warte! Lass uns zuerst sicherstellen, dass es keine unangenehmen Überraschungen gibt. Nein! Nee, das ist mein Rahanas. Ach, das ist ein anderer gewesen. Wow! Den hätte man ändern können. Sie ahnen gar nicht, was das für eine Erleichterung für mich ist. Wow. Am besten begehen jetzt erstmal. Das ist meine Rahanas, ne? Okay. Puh. Ich hab schon gedacht, der haut wieder meinen um. Puh. Also halt, ne. So, aber jetzt. Probieren wir es nochmal, obwohl ich, wie gesagt, nicht glaube, dass das hier richtig ist. Also, dass wir dort irgendwas verkaufen können, Gewinn bringen, halte ich für ein Gerücht. Der Highway ist, das wollte ich gerade sagen, der Highway ist nicht so befahren, aber da vorne kommt eigentlich jetzt auf uns zu. Hier gibt es auch Nahrungsmittel, oder? Aha. Muss halt nur ein bisschen ausweichen, ne? Aber ist ja nicht immer einfach. Es ist ein ganz schöner Weg, den wir zurücklegen. Ja, schön wäre es natürlich, wenn es sich lohnen würde, ne? Ihr wisst ja, wie es bei uns ist. Bis jetzt hat man noch nicht viel Glück. Mit Waren und Handel, obwohl wir ja ein Händler sind, hat man bis jetzt noch nicht viel Glück. Wollte mich ja eigentlich auf... Hat er mich wirklich raus... Hat er mich wirklich rausgeedelt? Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Schweinepriester. Nein! Ah, wieder drauf. Wieder dasselbe. Vielleicht bleiben wir doch dahin. Warte mal, wenn wir uns ein bisschen oben in die Ecke rein und dann vorbeiziehen. Ah, wirklich? Komm. Ja. Diesmal waren wir weit genug oben, dass er uns nicht rausgedrängt wird. Wir sind schnell unterwegs davon. Okay. Oh, jetzt sind wir voll im Sog von dem drin. Warte mal, ich versuche mal hier oben. Ah, zu weit. Mist. Erreiche feuergeschweißte Ketten. Mist. Zu weit. Rausgewagt. Können natürlich auch dahinter bleiben. Wow, es ist ein riesiges Schiff unter uns. Und rein in den inneren Zirkel. Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Ja, das sehen wir es gleich, was mit den Energiezellen da ist. Und dann kann ich dann gleich hinschreiben, kaufen oder verkaufen. Erreiche kreuzende Pfade.
dann ist es einfach so. Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Aber jetzt kann schon was los in den Highways, oder? War das schon immer so viel los? Also, irgendwie kommt es vor, wenn die Highways voller sind. Bestimmt Feiertag. Ferien. sind bestimmt Ferien hier. Volle Highways, totaler Stau gewesen. Hier geht's aber. Hier ist eigentlich wieder in Ordnung, ne? Und in den nächsten... Ah, jetzt kommen wir in Alpha. Jetzt müsste... Alles wird gut. Also, übertrage Rendezvous-Koordinaten. Und, komm rein. Komm. Du schaffst es. So, und dann kommen wir auf den Highway. Na, lass mich nicht hier raus. Erreiche Abfahrt. Und jetzt in die Azurgrenze. Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Obwohl, denkt ihr, das ist hier richtig? Ah, jetzt doch. 400 Kilometer. Dann geht's raus. Ups. Irgendein Feind hier. Ne? Kann man eigentlich auch im Highway schießen? Oh, wow. Wollt ihr schon mal probiert? Der hat ja quer gestanden, oder? Eindeutig quergestellt. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob wir hier Energiezellen verkaufen. Wahrscheinlich war der Flug komplett für die Katze, so wie die meisten unserer Flüge. Erreiche aufstrebende Mine. Ich übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Was, hier ist der Energiefrachter Merkur? Dann haben wir hier Energie aufgenommen. Sieht auch sehr energiemäßig aus hier. Ich schreibe schon mal hin, kaufen. Hier haben wir die aufgenommen, ne? Na klar. Ist doch logisch. Komm, wir werden erstmal den in unsere Flotte aufnehmen. Hallo Sir, ich freue mich sehr, Ihnen zu Diensten sein zu können. Ja? Freue mich, dass ich mich Ihrer Staffel anschließen darf, Sir. Schließ mich mal... Ja, du hast ja schon, ne? Den Übertragungscode hast du sofort erkannt. Ja gut. Traum. Also, und ihr habt hier wahrscheinlich, ne? Ihr habt hier Waren aufgenommen, ne? Nehm ich mal an. Also ich brauch's eigentlich gar nicht zu schauen, denn ich weiß es. Ich könnte ja hier mal schauen. Hier, Energiezellen, 5. Obwohl, schaut mal hin, 5, 38. Ja, das ist Quatsch. Da hätten wir vorhin mit 13% eine größere Gewinnspanne gehabt. Aber wohin müssen wir noch? Ich würde sagen, so Bergbauplaneten sind nicht das Schlechteste, davon abgesehen. Wir müssen aber nochmal zu einem Nahrungsmittel. Wieso habe ich nicht die Nahrungsmittel mitgenommen? Ging das nicht? Ich verstehe es noch nicht so ganz. Warum habe ich die nicht mitgenommen? So, wo sind wir? Hier. Gibt es hier vielleicht irgendwo noch einen Sprungpunkt, der unbekannt ist? Einen unbekannten Sprungpunkt hier irgendwo? Manchmal steht es so dran. Nee, sieht nicht so aus. Sieht wahrhaftig nicht so aus. Ja, dann nicht, ne? Innerer Zirkel. Ja, bei Schiffswerft, wisst ihr? Ich finde gar nicht so schlecht. Und dann nehmen wir mal zum Beispiel hier den kalten Gipfel. Das hört sich an, wie wenn es dort überhaupt keinerlei Energiezellen gibt.
Obwohl, hier ist auch eine Mine. Wenn es schon aufstrebende... Obwohl, aufstrebende Mine. Dort fliegen wir hin. Ich habe jetzt gedacht, wir fliegen in den Asteroiden hinein. Ja, also das mit dem Handel, ne? Da haben wir noch... Obwohl, schaut mal hin. Hier ist so ein Symbol. Jetzt können wir gleich mal schauen, was das Symbol so ausmacht. Erreiche ferner Dunst. Übertrage Rendezvous-Koordinaten. Wir schauen gleich mal... Ja, ist schon... Ach, nee, ist nicht viel besser. Ist nicht viel besser. Es ist echt nicht viel besser. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Wollen wir zumindest ein bisschen hier erkunden, ne? Nicht viel, so dass wir wenigstens ein bisschen was erkunden. Nicht ganz so umsonst hierher sind. Obwohl, das haben wir schon erkundet, sehe ich gerade. Drüben vielleicht die Bar vielleicht. Doch, da waren wir schon. Aber eine Bar waren wir? Merkwürdig, ne? Das ist sehr merkwürdig, das war in der Bar noch nicht. Na gut, dann gehen wir ins nächste System, also. Das hier bringt uns nicht viel weiter. Wir könnten natürlich hier mal schauen, ob wir die, ob wir das andere Zeugs losbekämen. Wie zum Beispiel, ja, ich weiß nicht, was hatten wir da noch dabei? Irgendwelche Komponenten, uiuiui, mitten durch den, Stadtverkehr, ne? Okay, wir schauen mal. So. Schlafen der Riese. Das hier wäre doch auch zum Beispiel was. Hier, oder? Alpha 5. Obwohl. Bei Alpha 7 steht ja auch aufstrebende Minen. Azurgrenze. Ja, wenn man wüsste, was hier ist, ne? Strafverfolgung? Blut da, ich meine? Warum das? Ja, es ist noch... Es ist noch alles, ne? Ihr merkt, ne? Es muss noch alles ein bisschen... Es muss noch alles ein bisschen erforscht werden. Müsste am Anfang jetzt mit mir ein bisschen durch. Mit der Erforschung, das dauert einen Moment. Aber ich würde gern, wir hätten bei den 13% hätten wir vielleicht einfach verkaufen sollen, dann die Nahrungsmittel mitnehmen, wisst ihr? Wir hier noch 5 Stunden rumfliegen. Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. 8% ist halt ein bisschen wenig, ne? 13% fand ich gut. Irgendwie fand ich 13% Gewinn ganz gut. Ist jetzt auch nicht ideal, aber... Es ist immerhin besser als 8% Gewinn. So, wenn wir hier bei den Schnecken jetzt... Erreiche Pilot. Obwohl, das sieht auch wieder nicht so aus, wie übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Wie wenn hier irgendwas... Ja, hier hast du mich aufgesammelt. Wahrscheinlich nicht der beste Ort, sich kennenzulernen. Echt?
War das hier? Und da haben wir noch nichts erkundet. Sind wir gleich weiter. Ist aber nett, dass du das sagst. Ja, das sind noch Erinnerungen. Damals. Als alles noch gut war. Als wir noch nicht verfolgt wurden von einer Blutarch Mining Corporation und in irgendwelche Streitigkeiten verwickelt, sondern ein einfacher, normaler Händler, der zwar auch nichts gehandelt hat, aber immerhin normaler Händler war. So, ja, dann schauen wir wieder ins Handelsbildschirm. So. Oh, es wird immer schlimmer. Es wird immer schlimmer. Hör auf, uns zu scannen. Ich glaube, wir haben bestimmt irgendwelche illegalen Waren an Bord. Personentransporter? Ach, Medik. Mit Labor. Hier sind wir nicht gerade gut angesehen, ne? Haben wir da irgendwas Böses gemacht? Haben wir mit denen, also mit denen auf Kriegsfuß? Ja. Was können wir noch? Was können wir noch? Hier, Epsilon-Ebene. Können wir noch probieren, obwohl ich kann mir nicht vorstellen, dass hier in Energiezellen ist irgendwie was man überhaupt nicht verkaufen kann. Das ist einfach ein Blödsinn. Mit Energiezellen zu handeln ist der größte Schwachsinn, den man sich einfallen lassen kann. Mit denen handelt einfach jeder, schätze ich. Den handelt einfach jeder. Oh, da hatte ich echt keine Chance. Hier ist was los. Ne? Hier ist echt was los. Ich muss ein bisschen vorsichtiger. Zu Werke. Nein! Ah, jetzt bin ich selbst raus. Das. Rechts, ein bisschen hoch. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Ah! Wow. Fliegt der durch uns durch. Erreiche. Warte mal, wir schauen mal kurz. Übertrage Rendezvous-Koordinaten. 5%. Wir wollen Knall. Wird immer schlimmer. Aber ich glaube, dass hier vielleicht sind im ganzen Alpha-Sektor, wisst ihr, dass im ganzen Alpha-Sektor hier einfach die Energiezellen Käse sind, die zu verkaufen hier im Alpha-Sektor. Erreiche Epsilon-Ebenen. Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Ihr müsst halt mal wissen, wer braucht Energiezellen? Beratenstation, oder? Was sind das? Syndikat unabhängiger Welten. Ich glaube, hier kann man gar nichts verkaufen. Sehe ich gerade. Die schießen uns nur in Grund und Boden, oder? Nee. Wir gehen mal fort. Ich glaube, die schießen uns einfach nur in Grund und Boden. Boten. Ja gut, also ich werde mal schauen, alleine noch ein bisschen, ob ich irgendwas finde, wo ich meine Energiezellen verkaufen kann. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao, ciao.